Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Silent Hill Alchemilla. Ja, dabei handelt es sich um eine Mod tatsächlich. Auf der Basis von Half-Life, soweit ich das gerade noch im Kopf habe. Ich habe schon vor einer ganzen Weile installiert. Und komme jetzt endlich mal dazu, es zu spielen. Ich freue mich schon riesig drauf. Also die Silent Hill Reihe gefällt mir sehr gut. Hier ist es ein bisschen anders. Es gibt wohl keine Monster, es gibt kein richtiges Inventar etc. Das heißt, man muss sich auch... Es gibt auch keine Karte, man muss sich alles selber merken und aufschreiben. Und das ist halt wirklich ganz klassisch und Rätsel lösen. Ich freue mich schon riesig drauf und würde sagen, wir starten einfach mal. Ich glaube, das haben wir uns alle schon mal gefragt an irgendeinem Punkt. This is the key to my room. Okay, cool. Ich wollte da hinten gucken. Aber gut. This is the last day I'll spend in my old room. Too many bad memories hold up in here. Tomorrow I'll be in... What? Upfield? I don't want to sell the house. Don't want strangers living in it. I keep having this feeling like I'm going to leave something important here. Like I'm forgetting something. Okay. There's only junk left inside. Aha, spannende Poster. Draußen ist es schon neblig, so wie es aussieht. Ganz Silent Hill Feeling. Da kann man nichts mehr machen. Oh, okay, das war der Zettel da, der Brief. Die Beatles. Jo. Dann sollten wir in dem Raum hier fertig sein. Now it is open. That's freaking awesome. Ne, die Blume hat auch schon mal bessere Tage gesehen, ne? Möchte ich meinen. Oh, wer hat denn hier gewütet? All the flowers wilted away long ago. Allerdings. Just an old Polaroid. Before his death, my father used to get blind drunk. Books, souvenirs, family photos and other stuff. Jo. The same? Da steht doch was auf der Rückseite, oder? Irgendwas steht da eingeschrieben. I've put all my parents' belongings in the attic. Wo geht's denn da hoch? Mal schauen, ob wir da irgendwo einen Aufgang finden können. Da haben wir jetzt im ersten Raum gar nicht geguckt. Ob's da einen Weg zum Dachboden gab. The phone's not working. Das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Gerade in Horrorspielen oder in Horrorfilmen auch. Das Telefon stirbt immer zuerst. Alte Weisheit. Nope, da geht's nicht hoch. So, dann. Ah, aha. Da geht's hoch. Hätte ich gedacht. Hä? Da oben macht er aber irgendwie nichts. Wahrscheinlich braucht man da noch irgendwas, wenn man da tatsächlich hoch will. Mal schauen. Oh. Typisches Horror. Horrorspiel, Badezimmer. Da drin gibt's auch nichts. Alte Besen, die ganzen Tabletten liegen auf dem Boden. Spiegelbild haben wir keins. Auch schön. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig tatsächlich, dass es hier überhaupt nichts gibt. That's kind of strange. Schauen wir doch mal, was es unten so gibt. Vielleicht gibt es da irgendwas, mit dem wir hochkommen. Ui, da geht's raus. Cool. Im Garten schauen wir uns gleich um. Erstmal locked. Erstmal will ich mich hier unten fertig umgucken. The door stuck. The lock is broken. I can't open this door. Sag mal, funktioniert in dem Haus überhaupt irgendwas? Das ist doch das gleiche Bild wie da hinten.
waren die Entwickler wieder faul und haben einfach nur Copy-Paste gemacht. Das ist nämlich genau das gleiche. Wer hängt sich zweimal das gleiche Bild irgendwie ins Haus? Das macht doch keiner. Sowas macht doch niemand. Der Du hast Duck. Ich sag doch, hier drin funktioniert nichts. Überhaupt nichts. There's no water. Das ist schlecht. Viel mehr gibt's ja auch gerade tatsächlich gar nicht zu tun. The fridge is closed for the time being. Better not open it. Ja, wahrscheinlich läuft einem dann irgendwas entgegen. Irgendwie so ein altes Stück Kuchen oder so. Das dann von selber Beine bekommen hat. Im Laufe der Zeit. Sometimes we used to watch the TV together as a family. Jo. Okay. Ich habe jetzt aber auch nichts gefunden. Was? Ach so. Wenn man das Rennen anfängt, dann muss er immer Luft holen. Wie so ein alter Asthmatiker klingt es. Hoch da mit dir. Jetzt will er da gar nicht mehr hoch. Doch jetzt. Aber oben da geht's nicht weiter. Er hat doch gesagt, dass er das Zeug ins Attic hat. Attic ist doch der Dachboden. Oder? Ich bin doch nicht total doof. Also vielleicht ein bisschen, aber nicht total. Nicht total. Ich habe aber auch nichts weiter gefunden. Aber beim Dachboden da oben zeigt doch irgendwie gar nichts an. Das irritiert mich sowieso leicht. Da zeigt es ja nicht mal irgendwie an, dass es zu ist oder irgendwie irgendwas. Einfach nur, ja, nichts halt. Was steht denn da? 6661? Kann man da irgendwie ranzoomen? Ach, es gibt eine Taschenlampe auf F. Schön. Ist ja schön. Okay. I don't have a flashlight. Schön. Ich glaube, ich schreibe mal die Telefonnummer da auf. Ich glaube, dass das 6661 heißen soll. So, gut, dann, ja, dann schauen wir doch einfach mal in den Garten, oder? Weil hier scheint so, I don't have a flashlight, stimmt, das hat er gerade schon mal gesagt. Oh, ach so, genau, das war's Bad. Aber hier gab es ja auch gar nichts, das irritiert mich irgendwie am meisten. Hier gibt's überhaupt nichts. Klopapier ist noch da. Ganz toll. Nö, dann gucke ich jetzt mal in den Garten. Vielleicht finden wir da was. Ja, ja. Wollte gerade sagen, wenn wir überhaupt rauskommen, aber tatsächlich. Setzen wir uns ein bisschen in den Stuhl und genießen den Nebel, die schöne neblige Stimmung. Ah. Oh. Oh. Shit. Kommen wir wieder rein. That's not good. Oh oh. Die Sirenen waren noch nie ein gutes Zeichen in Silent Hill. Schön, nette Begrüßung. Hinter Stacheldraht. Da links liegen doch Waffen, oder? Da lag doch gerade was. Holy shit, also atmosphärisch ist es ja auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen sagen. Was ist hinter dem Gitter? Will ich's wissen?
What the hell is this place? What the hell is this place? Locked. How did I get here? I don't know. This door doesn't have a handle. Das stimmt. Jetzt, wo du sagst... Also ich schaue mich jetzt einfach mal genau um, weil ich habe, wie gesagt, ich habe vorher schon gelesen, dass es hier keine Hinweise, kein Inventar, kein gar nichts gibt. Man muss sich wirklich alles merken. Also aus dem Grund habe ich mir auch schon ein Buch bereitgelegt, wo ich alles aufschreiben kann, weil ich kenne mich. Ja, man kennt auch meinen Orientierungssinn. Meine nicht vorhandenen Informationen. Das klingt gut. Was I dreaming? Don't have money anyway. Gotta be because of the drugs. Attention, all employees! The third story floor is now in critical condition and in need of repair. Access to the stairs is temporarily prohibited. If there's an urgent need to use the stairs, then a key can be found either with the construction team who are currently at work repairing the third floor, or with the doctors. I don't recommend using the stairs unless it's absolutely necessary. Okay, das heißt, wir müssen mit Sicherheit immer mal die Treppe benutzen. Da ist eine Karte. I think I should remember the hospital plans. I think too. Gut. Na dann. Weiter geht's. The human skull. Abdominal cavity. The brain. Human brain anatomy. That's great. Informatie. You will find a toolbox in the administration room. Please begin repairs on the water pipe immediately. If the cellar fills up with water, it will short out the generator and there's a patient connected to the medical ventilator. Please hurry. P.S. Check the pipe under the sink in the kitchen. Okay. Pipe, sink, kitchen. Das merken wir uns doch einfach mal. So. Das Telefon kann nichts. Zum Fernseher kommen wir gar nicht hin. Ducken können wir uns auch nicht. Also die üblichen Verdächtigen bringen mich nicht dazu, mich zu ducken. Ach, sogar wenn ich im Stehen auf Shift drücke, holt er Luft ganz tief. Okay, hier scheint es erstmal nicht mehr zu geben. Da oben sind schon die ersten Paneelen rausgebrochen. Tee. Rufen wir doch mal wen an. The phone's not working. The phone's not working. Okay, habe ich mir... Wow, you have now a flashlight. Now I have a flashlight. Woohoo! That's freaking awesome! Brauchen wir dafür Batterien? Ich hoffe nicht. Stairs, okay. Tür ist zu, locked from the other side. Das war zu erwarten. Exam Room! Was ist das? Portal in eine andere Dimension? Man weiß es nicht. Oh. Gibt's da drin was? Nope. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Geil. X-Rays, nothing interesting. Are you sure? Oh, nein. Geht er wieder rein? Ich wollte das Ding da noch irgendwie. Auch wenn ich nicht so ganz weiß, ob das so eine gute Idee ist, aber ich schaue es mir mal an. I feel strange when I'm looking at this circle. What? What happened? Ach, hat er gespeichert? Ja, hat er. Okay, stimmt. Das war immer das Speichersymbol. I remember. A cabinet packed with drugs unknown to me. I won't touch it. Warum? Jetzt sei halt nicht so. Tuberkulose Prevention. Protect her. Schreibmaschine. Ich kann es nicht lesen. Das ist doch russisch. Ja. Das Spiel war auch zuerst, glaube ich, von Russen entwickelt worden.
Ich glaube, auch die Hauptsprache davon ist Russisch. Doctor on duty! Hä? Boah, das kam mir so bekannt vor, aber... Nee, sieht doch wieder anders aus. Um Himmels Willen, es ist ja ein Riesen... Oh, oh. Bist du auf? This door is stuck. Natürlich. Warum auch nicht? Locked, I need a key to open. Sind wir da nicht rausgekommen? Ne, da sind wir rausgekommen. Medicine Room. Na eben. Ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Wie soll das noch werden? Holy fucking shit. Holy fucking shit. So, jetzt schauen wir mal daran. Lang, wie auch immer. It's screwed tight. I can't loosen it barehanded. Okay, sobald ich was gefunden habe, werde ich das Ding wie bescheuert suchen. Mit dem ich es öffnen kann. The door is stuck. Okay, hier geht es sowieso nicht weiter. Schön. Finde ich gut. Tools. It's not opening. Schön. Warum ist das Ding mit Tools so verschlossen, dass man Tools braucht, um es zu öffnen? Das ist doch... Es ist doch nicht zielführend, Leute. Ah, Saving. Steht sogar da. Ich bin ein Idiot. Jetzt habe ich es erst gelesen. What? War da gerade eine Fliege an unserem Ohr? Es klang so. Bzzzt. Just leave me the fuck alone. Doctor's office war zu. Locked from the other side. Das habe ich mir gedacht. The phone's not working. Kitchen. Wir sollten doch irgendwie the sink from the kitchen überprüfen. Hey, der Fahrstuhl. Nothing is happening. Looks like the elevator is out of power. Wer hätte das gedacht? I don't have money anyway. Den brauchen wir auch nicht. This door doesn't have a handle. Ach komm, die kommt man von außen schon nicht aufmachen. Von irgendeiner Seite muss das Ding doch aufzumachen sein. The director's office. Was ist hier denn drin? Eine Tür ohne Beschriftung. Da bin ich gleich... Da werde ich gleich neugierig. Will ich da wirklich direkt hin? I don't know. Oh. Stehen da knietief im Wasser. Nothing is happening. Ach du Scheiße. Okay, da brauchen wir eine Kombination. This key has an electric lock. Ja. Wait for it. Wir schauen uns erstmal oben fertig um. Halte ich gerade für eine gute Idee. Eins nach dem anderen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Hören wir uns den Director's Office an. Was gibt's denn im Director's Office Schönes? Nix. Ein paar Spinnweben. Tests of Preparation Number 7833D3C. White Claudia. The new psychoactive preparation causes extensive hallucinations and paranoia in the patient. The patient sees everyone as enemies and even perceives the names of the doctors and nurses to read monsters. Suffers from a distorted perception of the physical world. Acts aggressively towards other people. Furthermore, the preparation increases the blood pressure and practically doubles the heart rate. These symptoms may result in cardiac arrest. The preparation has been denied approval for further use. Kann ich durchaus nachvollziehen. Holy fucking shit. Okay. Holy shit. Dann werfen wir mal einen Blick in die Küche. Check the kitchen sink. Let's check the kitchen sink. I want to... Achso, da hinten gibt es noch mehr. Sehen wir sie doch einfach allgemein mal ganz kurz um. Looks like the fridge is not working. Da ist doch ein Messer. Nimm das Messer mit. Okay. Alles klar. Ah, I picked up a wrench. Ja, ja. I know. Ich weiß, was wir damit machen müssen. Ich glaube sogar, ich finde hin.
glaube es wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hinfinde. Ist ja der Hammer. Hey! It's not opening. Wir haben auch kein Inventar, um es richtig anzuwählen. Jo. Blöd. Warum macht er das jetzt nicht auf? Damit muss das doch aufgehen. Now I can open it. What? Hey, was ist denn da alles drin? Big valve. It's definitely for the pipe in the basement. Woher wissen wir davon, wenn wir noch nicht mal im Basement waren? Spannend. Spannend. Okay, aber gut zu wissen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall runter ins Basement. Wir speichern jetzt aber. Und dann würde ich auch tatsächlich sagen, dass wir die erste Folge hier an dieser Stelle dann auch beenden. Weiter geht es dann in der nächsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.